So, Leute, ein wunderschönen guten Tag. Welche Kamera hast du gerade an? Ich filme dich. Hallo. Moin. Nomme ist am Start, Finn ist am Start, es ist Freitag. Wir wollen ein bisschen schrauben. Ich habe schon angefangen. Ich habe gerade gesehen, dass die Post kommt. Ich erwarte nämlich ein schönes Paket. Moin. Was ist das denn? Ich habe ein paar Teile. Ja, fahr mal raus. Auspacken. Geschenke, Geschenke, Geschenke. Gewinner. Unser V8 hier am Blubbern. Ich habe noch gar nicht vorgestellt. Das ist meine neue 300er zum Enduro fahren. Und da war der Krümmer richtig doll verbogen und verrostet. Unser Scheiße aus Enscherdämpfer ist halt irgend so ein richtiger Shorty, der auch ein bisschen im Arsch ist. So, auf jeden Fall habe ich jetzt gerade schön günstig bei eBay Kleinanzeigen eine neue Auspuffanlage gekauft. Komplett original, weil das Ding halt schön leise sein soll. Ja, und die werden wir jetzt gleich dann einmal anbauen. Das sieht man auf dem Video nicht, dass das Ding einen Bierbauch hat. Bierbauch. Entschuldigung. Da kann man jetzt mal gespannt sein. Nur das scheint schon. Alter, das sieht richtig fresh aus, Mann. Kaum Dellen. Hier sind eine kleine. Das sieht doch richtig geil aus. Jetzt nochmal. Schau mal, ESD hin. ESD hier auch komplett original. Gute Obi-ESD hier. Komplette Länge. Keine Beulen. Nichts. Geil, Mann. Das freut mich gerade richtig. Und mal schauen, wie er klingt, ne? Dann werden wir den jetzt mal anbauen, würde ich sagen. Was ist das denn jetzt für eine? Also, das ist eine 300er EXC, Baujahr 2006. Also im Prinzip das gleiche zu meiner ersten EXC. Wo ist deine 300er? Früher war es eine 450. Und ja, damit will ich ein bisschen Enduro fahren gehen. Ich bin Profis hier. Ja, direkt fürs Erzberg angemeldet. Oh, man sieht hier schon den Bling Bling, wie man Henrik halt so kennt. Gleich hier eloxierte Schrauben und so hier. Eloxierte Parts natürlich komplett am Start. AliExpress ist nice calling. Ja, wollen wir doch mal schauen, ob der passt, ne? Der hoffen wir, ne? Uff, Bruder, der ist halt echt. Das habe ich gleich gesehen. Der passt. Top Sache. Alter. Ciao. Kaum verzogen. Kaum verzogen. Nicht nachgeschweißt worden. Das hätte mir der Vorbesitzer auch mal sagen können, dass er geschweißt wurde. Vielen Dank dafür. Ein kleines Beulchen da drin, ne? Top. Aber wir schauen mal. So. Das sieht irgendwie nicht so. Das sieht irgendwie noch nicht so passend aus. Ja, hängen wir Federn ein und dann kannst du noch mal richten. Dann mit ESD gucken, wie er hängt. Aber das sieht schon. So, mir ist natürlich ein kleiner Fehler gerade aufgefallen. Ich habe den alten Krümmer direkt verkauft und da fehlt hier so ein Distanzstück, halt, der das festhält. Das ist im Prinzip das gleiche wie hier, was hier unten sitzt, um das Ganze zu fixieren, in so einer Gummilagerung. Und das habe ich ja mitverkauft, von daher muss ich mir da auf jeden Fall bei KTM immer ein neues bestellen. Ja, richtig dumm mal wieder, ey. Aber der Auspuff passt soweit. Hier alles am Start. Und dann setze ich mal unten die Schrauben rein, mache den Anschluss einfach fest. Und dann gucke ich mal. Schöner neuer Krümmer und Auspuff ist dran. Und mal gucken, wie der Panzer passt hier klingt. Alles ist fest. Naja, passen. Hä, passt? Top. Ja, das sehen wir gleich. Da unten rausbleibt, ne? Ob ich so ankriege. Dicht aus, das ist vernünftig, also doch dicht. Top! Geil! Und ist ultra leise, Mann. Ja, so sollte das sein, ne? Alter, auf so Mechaniker haben wir hier auch schon dabei. Von 200 Euro in der Kiste, ey, das ist ja top! Geil! Top Sache. Freut mich gerade richtig. Ja, sieht aus wie neu, das Motorrad, ne? Gut. Keine Gebrauchsspuren, alles professionell alles hier aufgeklebt. Sehr schön. So, als nächstes, ich hab gerade noch, wie da gerade runtergefallen ist, neuen Lenker gekauft. Der alte hat hier irgendwie, der Vorbesitzer hatte hier kein Fett irgendwie am Lenker. Und das heißt, er hat hier so Schleifspuren gehabt. Was für einen Lenker fettet man neuerdings? Da, wo der Gaszug so ist, da kann man ein bisschen Schmiere ran machen. Ja. Auf jeden Fall war hier so ein Versatz von irgendwie 1-2 mm, so eine Kante, das kann ich dir mal zeigen. Und dadurch hält das Gas immer so zurück. Das geht relativ schwer. Jetzt habe ich mir einen neuen Lenker gekauft, also einen neuen gebrauchten. Und den werden wir dann mal umbauen. Ding, ding, ding.
Ding. Ja. Top Sache. Let's go, Mann. Alter Schwede. Ja, was so ein 70-Euro Auspuff ausmacht, also in der Kiste, ne? Und die willst jetzt im Enduro-Bereich schredden? Klar. Ja, Digga, heult man schon ein bisschen in der Krümmer, ne? Digga, auf Kamera sieht der richtig geisteskrank aus. Ciao. Ja. Ja. Ich habe jetzt gerade nochmal so ein bisschen mit der Bohrmaschine so auf Billo halt stimuliert. Ne? Als nächstes dann jetzt mal anfangen mit dem scheiß Lenker. Ja. Ja. Jetzt Uri-Lenker oder ist das? Keine Ahnung, hat mir der Typ für einen Zehner dazu gegeben. Naja. Wo mal das da gerade ist, aber er sieht gut aus. Also wird schon passen. Dann baue ich mal hier. Und der, achso, da war das mit dem Pferd, ne? Dann fangen wir mal an, das jetzt abzubauen, ne? Pumpst du ein Stück hoch? Ich pumpe das Ding ein bisschen hoch. Jo, passt. Ich glaube, das ist viel auch manchmal mit Handguards und so, ne? Ja, als erstes löse ich einfach die ganzen Armaturen. Die guten selbstständigen Schrauben, ne? Die brauchen wir immer. Ja, wenn du sie mir wieder zeigst. Hast du mal eine Schraube? Genauso wie du mit deinem scheiß Auspuff-Gummi, Mann. Finn fährt die ganze Zeit um dieses Auspuff. Diese Halterung. Und sagt gerade so: Oh, jetzt hast du ja eins über. Das kannst du das an mir geben. Das Problem ist an der ganzen Sache: Hier ist halt keins. Oh, das sieht man hier richtig scheiße. Aber jetzt haben wir hier zwei übrig mit dem neuen Auspuff und dann haben wir gleich neue. Genauso wie die ganzen selbstständigen Schrauben für dein Kennzeichen, ne? Die auch immer über. Ja, man braucht halt schon manches. Oh, der Lean. 35 Euro, bist du eben. Ja, also kann ich echt empfehlen, die Pumpe. Also die Left-Hand-Pumpe. Ja, AliExpress-Pumpe kickt hier. 35 Euro auf Ali und funktioniert einwandfrei. Kann ich aber sagen. Nimmt auf jeden Fall die 14 mm und nicht die 16 oder 18. Immer nur 14. Ja, das ist mal wieder top. Mal wieder ein bisschen zu groß kalkuliert. Ups. Ja, denkt ihr, man wäre groß, aber im Endeffekt braucht man noch einen kleinen. Ja, ja. Ich sag euch, es kommt nicht auf die Größe drauf an. Worauf denn dann? Darauf, wie man mit dem Ding umgeht. Also meinst du, das wäre auch mit einem großen Schraubenzieher gegangen? Oder worum ging es gerade? Als schneid das raus. RIP. Aber manchmal haben halt auch die Kleinen ihre Vorteile, ne? So sieht's aus. Ja, aber eigentlich kann man das einfach raw jetzt kurz. Man muss die Griffe ja auch wieder auf den neuen Lenker machen, ne? Jupp. Aber eigentlich kann man das auch halt relativ chillig jetzt raw dingensen. Also einfach raw filmen. Right round, baby, right round. Noch mal kurz einen Lappen. Haben wir doch. Ach, der filmt, ja, stimmt. Achso, hier diese Scheuerspuren, oder was meinst du? Ja, das sieht man. Hier innen sieht man, dass das hier so ein paar Millimeter weg sind. Das ist so eine Kante. Und das ist der neue Lenker nicht. Und dann könnte das Gas auf jeden Fall deutlichst smoother gehen. Ja. Muss schon drehen. Nein, safe nicht, Mann. Ich zieh's einfach jetzt da runter. Kein Bock, das zu drehen. Sag doch, das geht. Oh, das ist echt weh. Ja, gut. Wenn raus schon problematisch wird, ne? Lenkererhöhung wollte ich auch noch reinbauen, ne? Und wofür? Weil es dann bequemer ist, wenn man im Enduro fahren steht. Okay. Also zumindest für mich, weil ich. Die muss da irgendwie sonst so ist. Stehen, weißt du? So. Wie? So. Das ist unangenehm, sagst du? Das ist viel zu anstrengend, deswegen stehe ich lieber so und hab höheren Lenker, weißt du? Ah, okay. Machen die beim Erzberg genauso. Ach so, wenn du nächstes Jahr mitfahren willst, ne? Ich hab doch schon gesagt, ich hab mich angemeldet mit JP. Graham Jarvis hier. Nee, GeForce Generic. GeForce Generic. Kabellage hier. Ich dachte, du schneidest gerade die Kabel. Kabellage hier. Schneid ab den Scheiß. Lol. Ja, das sieht irgendwie doch anders aus. Guck mal.
Irgendwie ist der ein Ticken flacher. Dann sind die Lenkerkämmen vielleicht dran. Ich hab irgendwo in dieser scheiß Kiste hier. Oder hab ich die da? Irgendwo hab ich diese komische Lenkerklemmen hingeschmissen. Weil ich die unbedingt einbauen wollte. Nee, Lenkerklemmen, Lenkererhöhung. Hier. Oh. Die habe ich immer noch über von meiner Rotax. Besten Leben. Wie viel kommt der Lenker dann höher? Wie viel Millimeter? 10 oder so? Keine Ahnung. Das Ding ist, sind ja schon welche drin, wenn du mal guckst. Das bringt ja nicht so hart viel, aber so ein Stück bringt's. Wo sehen die denn hier nachher aus, ne? Aber so ein Stück bringt's auf jeden Fall. Kannst du nicht alle da reinkloppen, also beide so? Einmal 10, einmal 2, einmal. Ne, das hier sind jetzt 20. Ne, das sind 5, das sind 10. Was? Das ist mehr. Safe, das ist mehr. Das sind doch 15, das sind 10. Jan, ich hab einen geprellten Arm. Kannst du mir bitte aufmachen? Bruder. Alter, warum sind die denn so fest? Weil sich die Schrauben verzogen sind. Das schneiden wir dann nochmal raus. Alter. Ciao, Leben, Mann. Auch Filmblock war richtig lustig, wieder mein Gesicht sieht da ran. Mach da so einen behinderten Effekt drauf, ey. Brudi, was. Oder sind die verbogen? Nein, die sind nicht verbogen. Die wurden einfach noch nie rausgeschraubt. Die sind gerade. Oder so. Top, guck mal, die andere geht. Vielleicht sind die doch verbogen. Naja. Naja, genauso wie Nix Achse bei der DT. Und die haben so wieder reingekloppt. Das war so geil, ey. Ach, Leute, die wurden einfach nur dazwischen gesteckt. Guck mal, die werden hier richtig verschraubt, die anderen Dinger. Ja, richtig professionell und so. Warte, passen dann überhaupt meine Schrauben noch? Jetzt bin ich ein wenig verwirrt. Guck mal, die hier kommen jetzt hier rein. Ist hier ein neues Gewinde drin? Hä? Scheiße, wo war der Lenker jetzt? Da oder? Die hinteren, ne? Klebe ich jetzt ein Lockteil ein? Nein. Also hier war Lockteil dran, deswegen frage ich. Ah, machen wir auf YouTube. Wenn der Lenker abfällt, dann wäre das auch nicht so schlimm. Also Leute, es ist ganz wichtig, diese Schrauben mit Lockteil einzukleben. Wenn man die Packung vorher aufmachen würde, wäre das viel einfacher. Oder, komm noch mal raus. Und die Packung voll wäre. Ja, dafür war das Geld nicht mehr da. In welches Loch baller ich das jetzt da? So. Die Frage stellt sich öfter. Ja, auch dieses T5-Service-Video hat Robin auch den ganzen Tag irgendwelche Sprüche geballert. Also komplett so mit der ich hau die allen nur weg und so. Und ich immer so. Das ist doch so. Und ich nur so. Lukas, mach mal ganz kurz auf. Ich muss filmen. Na, liegen, doch ja. Keine gute Woche oder warum ist Lisa zu Hause? Wie lange geht das Video schon nicht, dass Nick nachher wieder ausrastet, weil das zu lang ist? Oh. Ups. Junge, das sei ja so lustig. Hast du auch alles schon fix ausprobiert und so, und deswegen weißt du was jetzt. Wer sich beim Erzberg anmeldet, der weiß sowas. Ah ja. Ah, ja. Digga, ich sehe schon den Hate in den Kommentaren. Der Spaß für Enduro fahren. Der kann das auch gerne. Das ist ungefähr so, als würde ich Witze über den Osten machen. Ach ja, damit will ich selber in den Osten fahren, um Enduro zu fahren, weil einfach nichts ist. Schön festschrauben den Bums. Natürlich mit einem Drehmomentschlüssel. Passend Drehmoment. Bis Lauch seinen Arm bricht und dann ist noch. Und dann noch eine Viertelumdrehung. So, neue Lenker rauf. Erstmal jetzt. Nein, den olligen Griff hätte ich später auch nochmal. So. Top Sache. Gehören die jetzt so? Ja, ne? Aber da braucht man keinen Lockteil, weil die sind nicht wichtig, die Schrauben. Davon hat man ja 4, nicht nur 2. Man hätte sich ja halt auch ungefähr die Lenkerposition merken können, wie sie war. Von welcher Neigung der Lenker so? Achso, Lenker, wir sind völlig schief, guck mal. Darauf habe ich jetzt auch gar nicht geachtet. Man sieht es leider nicht so. Guck mal, wo das Mittelzeichen ist und wo der Lenker ist. So. Also er gehört halt so. Nicht mal. Warte. So. Aber der muss steiler. Nee, ich weiß nicht, wie man das macht. Muss man irgendwie schön so da drauf sitzen. So, inzwischen alle Schrauben schick festgemacht, ein paar Kabelbinder rangeballert, damit die ganze Leitung hier aufhängen und
alles soweit am Start. Wie gesagt, Auspuff ist jetzt getauscht. Und dann hatte ich noch einen Kühlwasserschlauch, also erstmal eine Tankentlüftung, die hatte ich auch verloren beim letzten Mal Enduro fahren. Und, ah, das sieht man jetzt nicht. Hier, genau. Tankentlüftung. Ja, wahrscheinlich Tankentlüftung. Kühlwasser. Das war normalerweise hier runter und dann ist es immer auf den Krümmer raufgetropft und hat dann mega gedampft. Und das habe ich jetzt hier so schön unten durchgelegt. Und das kommt dann hier raus. Das heißt, wenn die Karre überkocht, also das Ventil hier aufgeht, dann kommt das Kühlwasser unten raus und nicht mehr auf den Krümmer. Ja. Filmst du schon? Ja. Gut. Kleiner Nachtrag. Neuer Tag, neues Glück. Postbote ist doch gekommen. Jetzt die guten China-Handguards gekriegt. Die ganzen haben, ich glaube, 34 Euro gekostet. Kein Bock hast auf du die? eBay. Die günstigsten, die es gab. Bin ich echt mal gespannt drauf, ob die halten, was sie versprechen. Aber soweit sehen die ganz gut aus. Kommen wir rüber. Und was ist mit denen? Sind ja nicht so gut, ne? Wenn die Karre umfällt, dann direkt, dann brechen wir uns ganz schnell die Hebel ab, so wie letztes Wochenende direkt beim ersten Sturz. Das sieht doch schon mal geil aus. Sind auch gar nicht so groß, also gar nicht so klobig. Das sieht nice. Bin ich ja auch mal gespannt, ob der ganze Kram denn überhaupt ranpasst. Hintergrund von denen, die gehen einmal hier rum mit einem Stahlbügel und sind natürlich deswegen halt um einiges stabiler. Wenn man gegen einen Baum fährt oder so, würden die halt die Finger einquetschen, die tun es dann nicht. Hier haben wir dann sogar mit Gummi gelagert. Gummi gelagert. Für den edlen Shit. Und wenn man, glaube ich, auf 22 mm Lenker, nee, das sind die 22er Klemmen, kann das sein, dass hier noch verschiedene Aufsätze sind, dass man halt den Lenkerdurchmesser, hier ist ja bei den normalen 125er Streetbikes sind halt 22 mm und haben auch andere Bikes, aber die ganzen EXCs und so haben alle den 28 mm Durchmesser. Ich glaube, das sind variabel hier, das kann man dann irgendwie einstellen. Ja, zuerst den anderen Kram abbauen. Das hier halt relativ einfach. Das sind noch nur zwei Schrauben. Okay, bei der Bremse könnte es ein bisschen schwierig werden. Ja, oder sonst geht irgendwie kurz rüber. Also wenn, ja, wir verpissen uns gleich, weil euer Video so wichtig ist. Ich fahr gerne nach Hause. Gut. Ja, ist immer ein bisschen blöd. Ja, ist echt blöd. Geht total auf den Sack. Moment, du gehst auf den Sack. Hast du ein Problem oder was? Geh weiter. Scheiß Dorf, Assi. Oh ne, jetzt muss ich die Bremse wieder lösen, ey. Ich hab gar keinen. Ja. Ja! Hoffentlich geht die Schraube rund. Bitch! Ja, ging doch so ab. Ah nein, jetzt musst du die Griffe auch einschneiden und so, ne? Ja, das gehört ja mit dazu. Ja, sehen fresh aus. Also passen ran? So? Weiß ich nicht. Irgendwo mal gelesen, dass die bei den Crosslenkern, also bei den Enduro-Lenkern irgendwie nicht passen sollen, weil die so komisch gebogen sind, aber bei manchen. Schon auf jeden Fall als Rezession. Nö, geht so. Ich dachte mir über wen, Jungs. Das kann was ja. Eigentlich ja, würde ich jetzt auch sagen. Das heißt, als erstes schneiden wir jetzt die Griffe ab, ne? Ja, damit man nachher diese Hülsen hier, die den hier halten, kommen müssen dann, da rein. Kommen dann halt hier rein und klemmen das Ganze irgendwie so, das wird dann aufgespreizt hier. So. Gut, dann schneide ich mal eben die Griffe irgendwie ab. So. So, den haben wir fertig. Hier diese Spreng-Dingshülse reingemacht. Hier den Halter. Hier festgeschraubt, fertig, fest. Digga, bis jetzt hier auf jeden Fall noch gar nicht gefuscht. Also bin ich gerade. Noch eigentlich schwierig bei Handguards, oder? Ja, Bruder. Ich weiß ja nicht, ne? Was? Sind die Gasgriffhülse schon forscht so kaputt wie die? Was? Was? Nein, ist alles wie neu. Magst du mal den komplett zerbrochen und hakt sich manchmal ein und irgendwie den Griff so runtergeschnitten und so. Nee, wir haben noch nicht gefuscht bei dem Projekt. We bildet ein ganzes Bike dahin irgendwo, aber kriegt das nicht mal hin, ordentliche Handguards dran zu bauen. Das ist genauso wie mit dem scheiß Kennzeichner da von TÜV. Ich wollte Kennzeichner da anbauen und ich habe eine halbe Stunde gebraucht, dieses scheiß Plastikteil anzubauen. Jo. Weißt du, fängst an Motor zu machen oder so ein Scheiß? Und kriegst ein scheiß Kennzeichen halt nicht angebaut, ey. Könnt richtig kotzen. Wie dumm kann man denn sein?
Aber wie unfähig war KTM denn bitte, als die es entworfen haben? Jetzt schreiben die ganzen Leute, die einen 2012er bis 16 haben. Digga, das ist voll einfach. Aber wen juckt's, Mann? Ich bin dafür einfach nicht gemacht. Das ist scheiß Legale, Mann. Ich würde sagen, Projekt Handguards ist abgeschlossen, ne? Also das ruft eindeutig nach einem Probewurf. Ich dachte nach einem Bier, aber... Nee, aber ich freue mich richtig drauf, die mal kaputt zu kriegen. Nimm. Zeigen, wie mein Helm von innen aussieht, Mann. Für alle Leute, die sagen, ein Helmeinsturz, Alter. Okay, uff. Eindeutig Zeit für die Integralschale. Ja, 125er Zeiten, Alter. Das so. Ist Lifestyle. Ich will die Staubschicht da noch in die Seite. Alter,